da bin ich auch wieder zurück. Ich bin schon mal in diesem Loch hier und habe schon mal Wasser eingekippt. WTF hat gerade so einen Dämon besiegt, der versucht den jetzt vielleicht ein, zwei Mal öfters zu klatschen, weil er so ein Blatt-Charp rausbraucht. Und ich habe mal schauen, was es noch da wird. Was ist da unten eigentlich? Das ist ein Wyatt. Warum nicht ein Wyatt Cable? Habe ich mich da mal verklickt? Kann vermutlich passen. 60 Stück, ja. Kommt hin. Genau, wir hatten vorher Magnet geguckt, weil der WTF keinen Magnet haben will, aber da muss er halt sich einen bauen, haben wir ja da welche. So, Aqueous Accumulator. Eins. Okay, wir haben keine Eimer mehr. Machen wir einfach ein Stack und werfen das einfach rein. 2, 3. 4 haben wir. Eigentlich 4. Ein pro Ding. Können wir erstmal machen, ein pro Ding. Könnte vielleicht funktionieren. So, das war ich jetzt gerade. Man merkt ja immer, wenn einer in eine Kiste geht, oder? Der ploppt ja dann auf. So. Eins. Zwei. Drei. Auch schnell voll. Ah, normalerweise kriegen wir den da reingezogen. So, zieh einfach hier. Und Kleidung müsste da sein, das heißt, wir könnten. Einfach hier. Ein bisschen ungeniert wie immer. Moment, Mauer 1, 2. Da ist das Mitteteil. Das heißt, hier müsste irgendwo die Mitte sein. Genau, weiß ich es wieder nicht. Ist hier genau das Teil jetzt hin? Das ist so tief, okay. Könnte ich doch, das wäre jetzt so extrem hoch. Ah, Mitte haben wir auf jeden Fall, das heißt da irgendwo. Bei dem Oreh. Directly. Guck mal den. Das kacke jetzt wieder zu, ich brauch's ja nicht. Den muss es eh nicht scheren. Ich geh sowieso nicht mehr hin. Vielleicht nochmal die Leitung doppelt zu legen. Sonst. Normalerweise brauche ich das nicht mehr. So. Da, die Fackeln müssen nochmal neu rein, damit hier keine Monster spawnen und ich immer dieses alle Geräusche habe. Ich. Ja. Saufen will ich nicht. So. Das heißt, der. Kommt alles noch weg. Dankeschön. Das hier schließen die schon mal an. Da finde ich mich fast aus dem Rennen. Okay, Stack da papapam. Okay, so. Der da rein. Der kommt natürlich hier rein. Gut, ist klar, jetzt hat er natürlich hier wieder missgebaut. Naja, du musst da wieder dran und da wieder dran. Das ist Gott sei Dank geil, dass das so funktioniert und nicht wieder die ganzen Kabel abreißen muss und alles neu verbinden muss. Hier ist natürlich Extract. Da kommen jetzt natürlich alle auf Extract, mehr brauche ich ja nicht. So. Dann dürfen die Boiler jetzt auffüllen gleich, wenn ich den hier verbunden habe.
sollte das normal funktionieren. Ja, der geht jetzt hier hoch. Wir hoffen, das bleibt jetzt auch so und es hält sich hier kontinuierlich. Ich weiß jetzt nicht, wie diese jetzt aussehen. Oh, die sind aber. Die sind verdammt schnell leer, ne? Ja gut, die hauen da jetzt tausender Schritte rein, na klar. Wir hoffen, dass sich da mit dem. Mit der Boilermenge an sich auskomme. Da kann ich mich auch noch nicht versprechen, ob das alles klappt. Jetzt hab ich die Tanks denn jetzt mit noch? Ah, ich habe hier noch ein paar Tanks drin. Ich muss dann wieder welche bei mir ins Inventar packen. Weil die habe ich gemacht, um einfach nur zur Reserve oder ich muss irgendwas reinpumpen machen. Das heißt, hier mache ich gleich noch so Cover oder ich lasse das so. Cover dran oder gucken. Die kommen wieder rein. Die brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Stromkabel brauche ich auch weniger. Steinchen. Wir haben gleich noch die Itemkondensatoren, kleiner welche. Und die Basic-Filter. So, die laufen da an. Der ist voll. Der ist voll. Der ist noch nicht voll. Der kriegt sein Wasser jetzt. Ah, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn der dann auch noch läuft, könnte es klappen, könnte es. Bin jetzt am Überlegen, ob es alles klappt. So. Wir bräuchten ein Tesseract dafür, ein Tesseract dafür und ein Tesseract dafür. Damit ich halt nicht so viele Item Conduits mache. Das heißt, Tesseract. Oh. Tesser. Bin mir nicht sicher, ob wir noch welche haben. Nein, haben wir nicht. Okay. Okay, wir haben keins mehr davon. Frage ist, haben wir noch Shiny? Shiny. Pulverized Shiny. Brauchen wir das Ender Base? Okay, brauchen wir Shiny Ingots? Kriegen wir da jetzt mehr raus oder nicht? Brauchen wir zu Ender Panel, brauchen wir noch, ja. Brauchen ein Shiny. Kriegen vier Stück raus, okay. Ein Shiny, einmal Silber, zweimal 10, okay. Das heißt, wir machen hier. Machen jetzt ein bisschen von. Tin. Auch nicht Steen, Tin. Brauchen wir die doppelte Menge? Vierzig Stück. Silver. Brauchen wir auch nur 20. Ender. Brauchen wir nachher pro. Pro Ding brauchen wir nachher zwei. Das heißt, ich kriege vier raus. Pro Ding 80 Stück kriege ich. Brauche ich 80 und 40. Okay. So, das kriege ich nachher 80 Stück. Dann haben wir jetzt 32. Ein Stück. Und 80 haben wir dann. Dann brauchen wir noch. Ist denn das andere? Pero. Ja, ist denn das Zeug hier? Pyro. Okay. Eins. Da brauchen wir eins auf zwei, ne? Ah, dieses alte System. Ja. Da brauchen wir eins auf zwei. Das heißt, wir brauchen hier nur die Hälfte. Das heißt, wir bräuchten hier nur 40. Zack. Jetzt muss ich an den Eloy-Smelter, der. Immer noch da hinten alles schnurrt, das kommt alles auch noch weg hier. Sobald der Strom läuft, kommt das alles weg und es wird alles umgebaut. So. Warum pumpt er denn? Warum ist denn hier Silikon drinne? Ender. Jetzt frage ich mich gerade, warum hier
Weiß es nicht. Sollen wir die Bienenkiste hier nehmen? Pam, pam. Habe ich das ganze Silikon, das mir rausbekomme. Warum auch immer, was hier noch drin ist. Irgendeiner bestimmt hier falsch angeschlossen, ich weiß es nicht. Weil Silikon kommt ja hier nicht rein. Okay. Ich brauche jetzt erstmal dit. Natürlich jetzt da hinten reinpumpt. So, das andere gucken wir mal. Das Ender, ich glaube, ich Ender Boss hieß das Ender. Problem ist, wir brauchen keine.